Nachbarn immer das Abwürgen. Das arme rote Hüpferdchen. Wie, die haben nichts zum... Schon sagen, da muss aber zu plündern sein. Ja, von der Knete habe ich nicht viel. Oh, drei Gold auf einmal platt gemacht. Dem Dynamit. Wieso hat er dafür nichts bekommen? Weiß etwa keine Aufgabe? Drei Gold plus ein Zivilisten auf einmal platt machen. Was war ich denn da? Natürlich so. Ist der Händler? Na doch nicht. Ach, da ist ein Händler. Warum sitzt der da? Boah, wie brutal die dir noch den Arm bricht. Medizin voll. Warte mal, da war das doch. Ja, aber chillst du auch so gemütlich ab? Nein, 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 plündern. Das will ich doch also als nächstes machen. Hallo? Ich habe noch keinen blassen Schimmer, wo das hier sein soll. Ah, ich wollte mal zwischendurch zum Händler hin. Ja, tut mir mal den Gefallen. Also dachte schon, der Händler ist jetzt Kilometer weit weg. Naja, ich. Vielleicht sagt er das auch jedem. Wenn du dann ein Eis für 2 Euro kaufst, sind mein bester Kunde. Houston, wir haben ein Problem. Da schielt die Alte da oben snipermäßig ab und wartet, bis ich hier vorbeikomme, damit die mich abschießen kann. So ganz geschillt. Da lädt die sie wahrscheinlich zurück. So, jetzt kann ich weiter mein Eis essen. Gibt's ja gar nicht. Hat die so getaumelt, dass sie die nicht mehr anvisieren konnte? Das hat er doch gar nicht. Oh ja, ich laufe nicht weg. Meine Güte, schon wieder war er im Bild, sind so lange. Dass sie kämpfen deswegen so vehement hier, die Leute. Die hoffen, ihre eigene Spin-off-Serie zu bekommen. Hier, der hier.
Siehst du, bist du schon. Na gut, die fällt ja nicht runter, wollte schon sagen, bist du schon unten. Bitte was? Da muss ich erstmal eine Explosion machen hier. Kommen Sie weg, das explodiert gleich. Ich habe das so Spaß angezündet, das tut mir so leid. Alles, was so als Kollateralschaden gilt hier, wird anscheinend nicht so geahndet. Wo ist denn dieses beschmierte Gold? Noch eine Ladung. Keine Zeit für so ein Scheiß. Mann, ach Gottchen. And again. And again. Mann, wie lästig. Ach, das ist eine. Hallo. Was macht ihr nur das Scheiß Gaul? Mann, let me go. Das ist eine Variante von Kutschenentführung. Hallo, jetzt mal in die richtige Richtung glotzen hier. Entkommen Sie aus dem Gebiet. Erstmal hier so den Weg finden. Geht's mal weiter? Hallo, geht's mal weiter? War die Scheiße etwa auch noch geskriptet? Tipp mal, so großartige RAM-Aktion kann ich wohl vergessen. Ach mein Gott, ich blind bin ja auch noch. Ich sollte mal mein Augengezucke sein lassen. Stattdessen mal gucken, was auf dem Bildschirm hier abgeht. Mal drüber fahren, da ist er erst richtig platt. Das ist aber sehr verworren hier, die Route. Ja, die wollen anscheinend wirklich aufhalten. Das muss ich erreichen. Da war natürlich Schrott hier, was ich jetzt gemacht habe. Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Wie muss ich jetzt. Ach, das ist doch nicht euer Ernst hier. Warum muss ich diesen Punkt denn exakt erreichen? L1 auf Dach. Warum besiegt ihr die nicht an? L2 zum Ziel, das weiß ich doch. Die erklären mir Sachen, die ich schon längst weiß. Wieso schießen die eigentlich einfach auf das Pferd? Die kommen immer von hinten, das Teil. Ich treff das Pferd nicht, verdammte Axt nochmal! Mann! Das ist doch eine Axtschote! Axt, Axt, Axt! Ich treff so ein verdammtes Pferd nicht! Weil die auf alles zielt, bloß nicht auf das, wo ich gerade drauf ziele. Ich kann ja gar nicht so alle zielen! Mann, ich kann nicht so schießen, wie ich will! Wie ätzend ist das denn? Kannst du mal aufhören, so diese Drehereien zu machen? Mann, wie ekelhaft. Jetzt dreht er schon wieder hier. Die kommen doch eh von hinten, die Gegner. Jetzt geht's plötzlich nicht mehr auf die Pferde schießen.
I can't believe it! Oh, ein Zufall, dass gerade jetzt der Zug in ihm herfährt. Das ist aber ein Zufall. Da lad deine scheiß Energy auf. Meine Güte, ist ja wieder spaßfrei, diese Mission. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Nase, Nase! Vor allem, ich frage mich immer, wie lange die Mission noch gehen soll. Really? Ach Gott, jetzt muss ich auch noch diese Kiste holen. I can't believe it again! Kann ich mal was machen hier? Das finde ich jetzt auch weniger prickelnd. Hallo! Thank you that I can do anything! Kommt jetzt noch so eine Surprise? Nein, das war ein Scare-Jump. Die mag ich nicht. Ja. Ja. Was für ein totaler Stuss. Erst soll ich das verdammte Gold da rausholen, dann springt dieser Volltrottel da raus. Schlecht in der Hoffnung, ich würde mich auch noch erschrecken. Das Ergebnis ist, dass ich einfach nur total genervt bin. Ich habe noch nicht mal Bock, das richtig zu bewerten hier. 2. Also mich nervt das nur. Diese Scripting-Szenen hier. Erst soll ich das bescheuerte Gold hier rausholen. Merkwürdigerweise. Dann kommt dieser Typ hier aus der Kutsche rausgesprungen. Und urplötzlich soll ich das Gold nicht mehr da rausholen. Also mich würde das ein bisschen stutzig machen. Als hätte er mich da zur Kutsche geschickt, damit er der Templer mich hier platt macht. Wird ja beinahe schon diesen Inder als Templer Freund bezeichnen, dass es jetzt Absicht war. Tschüss, Sikorski. Oh, der hätte sogar 2 gewonnen. Boah, sogar 3. Oh, Entschuldigung. Heute gab es bei mir Zigeunerwurst. Da ich mir 2 Bratwürstchen gebraten und hatte noch Zigeunersoße eingefroren. Das heißt, ja, alles kaufen. Bye all. Thank you. Dann sind wir das auch alle und tschüss. Ich kaufe da so ein Glas billige Zigeunersoße und Mixed Pickles. Das heißt, ich nehme eigentlich immer Pustasalat. Das ist ja das Gleiche. Aber bereits klein geschnitten. Ich habe gerade Lust, Mixed Pickles zu holen, mich da mit einem Messer dahin zu stellen und die dann ganz klein zu schneiden. Das ist dann einfacher beim Pustasalat. Dann mische ich das einfach, den Pustasalat, in... Hallo? Bist du mal irgendwann mal da? Brich ihm noch den Arm und brich ihm noch die Beine. Und dann mische ich das, den Pustasalat mit der Zigeunersoße. Das mag ich lieber, als wenn ich nur die reine Zigeunersoße nehme. Und ich habe so kleine Eisdöschen, da war Spaghetti-Eis drin. Die habe ich sauber gemacht und friere da jetzt soßenweise Portionen ein. Portionsweise Soßen ein. So, ich sage mal schon mal Tschüss, bis zum nächsten Video. Dazu habe ich einfach Toast gegessen, deswegen bin ich vielleicht auch nicht so ganz überfressen.
Das Eis war schon weg, das habe ich alles schon weggefressen gehabt, gab keinen Nachtisch.